Ja, vielen Dank für die freundliche Anmoderation. Ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Colling, bin Account Manager bei der Orbis AG. Meine Paradedisziplin ist das Thema BI. Allerdings habe ich auch noch einen zweiten Schwerpunkt auf dem Thema CRM. Und da ist es ja, im täglichen Umfeld taucht öfter mal die Frage auf, wenn die Kunden uns berichten, ja, ich will meinen Vertrieb mit Informationen versorgen. Dazu müsste ich ja ein CRM-Projekt machen, wo ich sage, da kommt es doch eh schon mal ein bisschen auf den Fokus an. Muss es ein CRM-Projekt sein? Kann es vielleicht aus der Analytics-Ebene getrieben kommen? Und andere sagen, ja, ich würde gern Infos an meinen Vertrieb geben. Die müssen aber ein bisschen interagieren können, wo ich dann sage, eigentlich sind wir bei dem Thema schon ein bisschen in der CRM-Ecke drin. Aber das ist genau der Grund, warum ich mir um das Thema mal Gedanken gemacht habe. Das hat mich motiviert, mich mit Ihnen hier heute mal auszutauschen. Ich möchte den Vortrag gerne ein bisschen interaktiv halten und einfach mit Ihnen auch einfach so ein bisschen interagieren. Ganz grob die Bausteine des Vortrags. Ich erlaube mir ganz kurz auf 2, 3 Folien Ihnen zu sagen, wo ich herkomme, weil wir jetzt hier heute auf dieser Partnerfläche nicht selbst ausstellen. Deshalb will ich Ihnen ganz kurz einen Überblick geben über die Orbis. Danach möchte ich mit Ihnen ganz gern mal über das Thema Herausforderungen sprechen, Herausforderungen am Markt, vor welchen Herausforderungen stehen wir und was sind am Ende des Tages eigentlich die Anforderungen an und für unseren Vertrieb. Ich will Ihnen auch ein klein bisschen was zeigen, wie kann das in dieser mobilen Welt aussehen. Habe da was auf dem iPad vorbereitet und will auch gemeinsam mit Ihnen einfach mal ein Fazit ziehen an der Stelle. Ja, wie schon gesagt, ganz kurz, mein Arbeitgeber Orbis, wir sind ein mittelständiges Beratungshaus aus Saarbrücken, machen klassische IT-Strategieberatung, Organisationsberatung, Prozessberatung. Über diese Prozesse implementieren wir und integrieren wir Systeme. Mit Standardsoftware, machen globale Rollouts und sind auch in einem Thema Lizenzbeschaffung unterwegs. Sie sehen hier 2 Logos, einmal das SAP-Logo und einmal das Microsoft-Logo. Das sind die beiden Hersteller, dessen Umfeld wir Projekte machen. 80% unseres Geschäfts befindet sich im SAP-Umfeld und 20% im Microsoft-Umfeld. Und hier von beiden Herstellern beraten wir Sie gerne in CRM-Themen und auch in BI-Themen. Also beide Hersteller decken wir an der Stelle ab. Ja, ganz kurz, Zahlen, Fakten. Knappe 340 Mitarbeiter machen 35 Millionen Umsatz. Uns gibt es seit fast 30 Jahren am Markt. Haben in unterschiedlichsten Ländern weit über 1000 Projekte abgewickelt. Hauptsitz ist in Saarbrücken. Ansonsten haben wir noch ein paar Offices in der Republik. Und auch international, Paris, Frankreich, Charm in der Schweiz, Washington, USA. Und mit 2 Standorten sind wir in China vertreten. Ganz kurz, wir haben ein paar Fokusbranchen. Sie sehen hier Middle Metal, Maschinenbau, Anlagenbau, Automotive, Konsumgüterhandel und ganz neu auch das Thema Defense und Security. Das, sage ich mal, sind unsere Fokusbranchen, unsere Beratungsschwerpunkte. Wir kommen eigentlich klassisch aus der ERP-Welt. Also das heißt schon zu R2-Zeiten, machen aber auch alles drumherum. Ja? Das heißt, über was wir heute reden, diese CRM-Themen, BI-Themen, aber auch ganz klassische Dinge aus der Produktion, wie SCM-Dinge, LES, MES, Fertigungssteuerungsthemen, all das haben wir im Beratungsportfolio. Die Fokusbranchen, sage ich mal, gelten jetzt nicht unbedingt, wenn wir über CRM und BI reden, weil diese Themen kann man branchentechnisch ja schon generisch sehen. Okay, das wie gesagt nur 2 Worte zur Company, damit Sie unsere Hintergründe kennen. Ich möchte mit Ihnen eigentlich auch ganz gern mal über die Herausforderungen heute reden, vor denen die Unternehmen denn stehen. Ja, Sie sehen, hier fliegen so ein paar schöne Worte ein, wie Geschäftsprozesse verbessern, Kundenzufriedenheit erhöhen. Wir müssen Risiken managen, wir müssen die Arbeitsplätze sichern, Moral stärken, Dienstleistung generieren. Es sind unsagbar viele Dinge, Dienstleistungen, Herausforderungen, wo wir ja, vor denen wir stehen an der Stelle. Die Frage ist, was kann der Vertrieb dafür tun? Doing the right things and doing the things right. Das ist ein Sprichwort, das kenne ich eigentlich schon lange, aber verinnerlicht habe ich es erst in letzterer Zeit. Denn wenn wir Dinge tun, gerade vertrieblich agieren, da müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir auch wirklich die richtigen Dinge tun. Ja? Damit wir wirklich die richtigen Dinge tun. Und diese Dinge, die wir tun, die müssen wir auch konsequent und richtig durchführen. Das ist ganz wichtig. Damit wir in diesen Modus kommen, müssen wir unseren Vertrieb, sage ich mal,
mit Informationen versorgen. Wir müssen ihm einfach Möglichkeiten geben zu agieren. Möchte ich jetzt gerne mal eine Frage auch ins Plenum stellen. Welche Möglichkeiten, Informationen braucht denn klassisch der Vertrieb, wenn er beim Kunden ist, vorm Kundentermin, während eines Termins? Gibt es Ideen? Ansprechpartner, ja? Noch jemand? Okay. Ja, vielen Dank. Ich habe es mal so ein klein bisschen aufgelistet. Er muss, sage ich mal, wissen, welche Umsätze macht er mit dem Kunden. Ja? Er muss wissen, das sind Dinge, die laufen beim Kunden. Was läuft gut, was läuft schlecht? Dazu gehört auch ein Thema Margenbetrachtung. Ja? Er muss wissen, welche Dinge verkauft er. Ich sage mal, ein Thema Produktlinien. Ja? Aus dem Produktportfolio. Es gibt Unternehmen, die haben sehr, sehr komplexe Portfolios. Ja? Da muss man schon wissen, was läuft beim Kunden, was ist ausbaufähig. Ja? Ein Thema zeitliche Betrachtung, auch ganz wichtig. Ne? Da muss man schon einen Überblick haben, um zu sehen, was läuft gut, in welchem Umfeld. Gibt es vielleicht saisonale Effekte oder sind wir irgendwie dabei, was zu verpennen? Wir müssen, sage ich mal, Unternehmen, die sage ich mal, saisonale Schwerpunkte haben, die auf Oster- und Weihnachtsgeschäfte setzen, ja, zum Beispiel, die müssen rechtzeitig erkennen, da muss der Vertrieb rechtzeitig wissen, was er bei seinen Kunden lancieren muss. Da kann man einfach Dinge verpennen, Budgets verpennen. Das sind einfach Gefahren, die bestehen. Ja, aber auch ein Thema Auftragserfassung ist ein Thema, ja. Dass der Vertriebler live beim Kunden, sag ich mal, Aufträge auch mitnimmt. Ja? Deshalb die Frage, was stecken wir denn in welche Ecke? Ich sage mal, Auftragserfassung ist ganz klar ein CRM-Thema. Ne? Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber auch schon überblickt, was aus unserem Portfolio läuft beim Kunden. Das können wir auch noch aus der CRM-Ecke, sag ich mal, rausbekommen. Verkaufsmengen. Das ist auch ein Thema, da können wir auch noch über Embedded Analytics im CRM finden, auch Umsätze, sei es jetzt geplante Umsätze, getätigte Umsätze. Ja, das kriegen wir aus dem CRM-Thema noch raus. Wenn wir jetzt mal sehen, wenn es aber tiefer geht, wenn ich eine Margenbetrachtung haben will, da bin ich schon eher in der Analytics-Ecke drin. Ein Thema zeitliche Betrachtungen, vielleicht ABC-Klassifizierungen nach getätigten Umsätzen. All das finden wir dann schon eher im Analytics-Thema. Aber Sie sehen auch, es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt hier einfach auch, ja, ich sag mal, eine gewisse Schnittmenge. Ja? Und das ist letztendlich auch genau das, was wir unseren Kunden, sag ich mal, ein bisschen bieten müssen, über was wir reden müssen. Was ist am Schluss maßgeblich? Ich sag mal, ein CRM und ein Analytics kann ja auch integriert laufen. Ja? Aber wenn ein Kunde beispielsweise sagt, ich will damit, dass der Vertrieb auf seinem Tablet beim Kunden alle Informationen hat, dass mein Vertrieb immer die Infos hat. Da muss er kein CRM-Projekt machen. Ja? Da gibt es zum Beispiel auch ein schlankes Analytics-Projekt. Okay. Ich würde Ihnen ganz gerne mal zeigen, wie so ein Vertrieb mit Informationen versorgt werden kann. Da wir über das Thema mobile Berichte sprechen, bietet es sich natürlich an, dass wir das auf dem iPad machen. Ich würde dafür mal ganz kurz umstöpseln. So, Sie sehen jetzt mein iPad. Wie gesagt, wenn ich meinen Vertrieb unterwegs mit Informationen versorgen will, dann können wir das in diesem iPad-Umfeld auch klassisch mit Apps tun. Ich mache jetzt hier mal meine SAP BI-App auf. Die ist aus dem SAP Business Objects Portfolio. Ist verschieden von Ihnen wahrscheinlich schon ein Begriff. So, Sie sehen jetzt auch mein Passwort. So, dann verbinde ich mich mal mit dem Server. Es gibt an der Stelle auch eine Offline-Funktionalität. Aber wir gehen jetzt einfach mal live auf den Server. Und habe jetzt hier mal einen Bericht generiert. Das Ganze nennen wir Vertriebsbericht. Den lade ich mir jetzt kurz runter. So,
Jetzt haben wir hier an der Stelle erstmal ein kleines Deckblatt gemacht, damit man diese Inhalte des Berichts mal sieht. Das fängt an, wie gesagt, die Seite 1 ist der Überblick, dann kann man eine Umsatzbetrachtung machen, Margen pro Monat und Kunde sich mal anschauen, Warengruppenanalysen durchführen und auch ein Thema Hierarchien, beispielsweise eine ABC-Klassifizierung machen. Danach zeige ich Ihnen mal, wie man weiter agieren kann. So, ich klicke jetzt hier oben links einfach mal auf das Berichtspanel und kann in diese Dinge, die jetzt auf der ersten Seite dargestellt sind, einfach mal reinspringen und bekomme jetzt so einen Überblick. Sie sehen, der Bericht, der ist jetzt hier schwarz gehalten. Ich sage mal, auf dem iPad in dieser App, da geht klassisch entweder schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund. Und habe hier meine wichtigsten Informationen jetzt einfach mal im Überblick. Das Ganze ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verspielt. Ich kann jetzt hier mit dem Pümpel, wenn ich da mit dem Finger drauf gehe, einfach mal rundfahren und sehe so Umsatzanteile von wichtigsten Kunden beispielsweise. Aber auch hier oben rechts sehe ich Umsatz und Margen im Zeitverlauf. Das ist jetzt ein bisschen klein dargestellt. Ich kann jetzt hingehen, durch einen Doppelklick kann ich mir das Ding mal groß machen und sagen, ja, jetzt interessiert mich aber nur eine Zeitbetrachtung von einem Quartal und ziehe beispielsweise hier unten die Zeit mal ein bisschen zusammen. Da wird das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher. Ne? Ich kann dann auch hingehen, kann in die einzelnen Bereiche und Punkte mit dem Finger draufklicken und sehe dann auch nochmal die absoluten Zahlen dazu. Ne? Wenn ich zurückgehe, wird der Bericht wieder kleiner. Dann sehe ich hier Statistiken, zum Beispiel Umsatzmargen, Umsatzmarge pro Warengruppen. Auch das kann man sich vergrößern, in die Säule reinklicken oder auf die Linienpunkte und sehe da auch nochmal die absoluten Zahlen. Ja? Okay, gehen wir doch mal eins weiter. Mittlerweile kann man in der App auch scrollen. Sie sehen, das hier ist jetzt eine Listendarstellung. Hier gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich mit dem Finger hoch und runter fahre, einfach mal als Liste durchzuscrollen. Das sind Dinge, die auf dem iPad nicht immer selbstverständlich waren. Ist mittlerweile alles möglich. Auch eine Margenbetrachtung jetzt hier mal. Ja, hier ganz schön gemacht. Hier haben wir auch nochmal einfach die wichtigsten Kunden da stehen, haben eine Margenbetrachtung und können uns auch beispielsweise jetzt hier, sag ich mal, Trendindikationen machen anhand von Pfeilen, grün und rot, ein Color Coding. Kann auch hier unten Ampelfarben vergeben, rot, gelb, grün in den verschiedenen Margensektionen. Das alles ist mittlerweile möglich. Auch hier eine Warengruppe-Analyse. Jetzt gibt es hier noch mehrere Menüs. Das heißt, ich kann hier Karten rausziehen, kann in meine einzelnen Segmente reinspringen, in meine einzelnen Produktgruppen und habe auch die Möglichkeiten, wie beispielsweise vorher, dass ich mir hier die Grafiken größer mache, Zeiträume auch kleiner mache. Sage ich mal, das genauer zu überblicken. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel der Vertriebsmanager sind, dann haben Sie natürlich die Anforderung, Informationen, die Sie gewinnen, vielleicht auch weiter zu verteilen. Auch das ist in der App mittlerweile möglich, indem wir hingehen, gehen hier oben rechts auf das Rädchen und sagen, jetzt will ich das ganze Thema, was ich hier habe, mal mit Anmerkungen versehen, hol mir hier den Rotstift und sag, negative Margen, das ist ja prinzipiell eh schon mal schlecht, aber hier ist es extrem häufig. So, dann kann ich das hier, sage ich mal, rot umkreisen, ne, mache so einen Pfeil drauf. Beispielsweise kann man dann hier auch noch eine Notiz machen. Schreibe hier, warum negativ oder was ist passiert. Ja, also Text kann man ja da genug drin schreiben. Sag fertig. Das war meine Kommentierung und sage, wenn ich der Vertriebsleiter bin und ich will das wissen, entweder von einem Controlling oder von meinen Vertrieblern, dann schicke ich dem das per E-Mail weiter. Und Sie sehen, das, was wir jetzt hier als dynamische Berichte hatten, haben wir jetzt hier einfach als Bild in dieser E-Mail. Das schicke ich jetzt einfach dem, beispielsweise meinem Vertriebler mal durch als E-Mail und erwarte mir da eine Antwort. Ich minimiere das jetzt mal, gehe in meine E-Mails rein. Und habe jetzt hier diese E-Mail gekriegt. Man sieht das jetzt klassisch einfach nur als Bild. Aber derjenige wird wahrscheinlich auf der gleichen Plattform arbeiten. Das heißt, ich habe hier oben auch zwei Links. Sollte er jetzt im Office sein, könnte er das über seinen Browser öffnen, ganz normal desktopmäßig bearbeiten. Oder hier auch in der BI-App öffnen, wenn er die denn im iPad auch zur Verfügung hat. Ne? Also das heißt, man kann damit auch schon ein bisschen Collaboration betreiben, Infos an Kollegen weitersenden an der Stelle.
Okay, ich gehe mal noch mal zurück in die App. Da gehen wir hier zurück. Oh, jetzt habe ich den Bericht geschlossen, Verzeihung. Ja, ich wollte Ihnen jetzt hier noch nicht vorenthalten, dass man auch die Klassifizierung hier schon erkennen kann, zum Beispiel nach ABC-Kunden, und dass man das hier dann auch schon aufreißen kann, um zu sehen, welche Kunden haben wir denn hier ABC klassifiziert. Auch wie vorhin kann man hier unten in der Grafik auch noch einmal die absoluten Werte jetzt beispielsweise der Säulen auch sehen oder die Grafiken vergrößern und weiter interagieren. Ja, das mal zum Demo-Teil. Wollte Ihnen einfach mal zeigen, wie sowas aussehen kann. Ich stöpsel an der Stelle noch mal kurz um. Okay, ja. Und will einfach mal mit Ihnen gemeinsam ein Fazit ziehen. Ich sage mal, die Diskussion mit Kunden ist nicht selten. Es geht am Ende des Tages eigentlich darum, die Anforderungen mit dem Kunden zu besprechen, zu schauen, welche Möglichkeiten braucht am Ende des Tages der Vertrieb bei seinen Kunden, ja, um dann, sage ich mal, zu sehen, was ist am Schluss, was wollen wir gemeinsam umsetzen. Wollen wir eine CRM-Thematik umsetzen? Wollen wir ein BI-Thema umsetzen? Oder brauchen wir vielleicht gar beides? Ja? Das heißt, Möglichkeiten, damit dass der Vertrieb auch unterwegs, sage ich mal, Aufträge erfassen kann, aber wenn er wirklich dedizierte Analysen braucht, die tiefgehend sind, Margenbetrachtungen, um, sage ich mal, auch zeitliche Dinge zu identifizieren, dann kann man auch ein Thema BI da draufsetzen. Ja? Okay, ja, das war mal so ein Grobüberblick über die Thematik. Ich werde mit Ihnen gerne noch so ein bisschen in Diskussion einsteigen, wie Sie das Thema sehen. Ja?